Wir sehen tagtäglich und hören tagtäglich, dass einige Muslime, die angefangen haben, den Islam zu praktizieren, Alhamdulillah, sie haben angefangen, den Islam zu praktizieren, aber irgendwann mal bekommt man das Gefühl, ich will mich isolieren. Ich will mit diesen Menschen gar nichts zu tun haben. Ich will alleine in der Wüste leben und Allah dienen. Ja? Dieses Gefühl hat jeder, der den Islam richtig angefangen hat zu praktizieren. Und das kommt so weit, dass man sich verkapselt in einer Wohnung und seine Wohnung und seinem Haus und will mit der Umgebung gar nichts zu tun haben. Warum? Und das erleben auch Konvertierten, unsere neuen Geschwister im Islam. Sie sehen in der Umgebung nur Unglaube und Ungehorsamkeit gegenüber Allah. Ja? Und sie haben angefangen, den Islam zu praktizieren und sehen, wie gut, wie schön der Islam ist. Und sie bekommen auch die innere Ruhe dadurch. Und sie fühlen sich auch zufrieden dadurch. Und sie wollen mit keinem zu tun haben. Ja? Das ist das Ergebnis, wenn man die Lebensordnung Allahs und den Dien Allah nicht verstanden hat und denkt, Religion ist alles, was wir praktizieren sollen. Ja? Das habe ich selber erlebt. Ja? Ich wollte mit den Menschen gar nichts zu tun haben. Ich wollte nur beten, fasten, Allah dienen, Koran lesen und mit den Menschen gar nichts zu tun haben. Und der Prophet Muhammad a.s. sagte, es ist besser für dich, unter Menschen zu sein, als alleine auf dem Berg Allah zu dienen. Ja? Damit du Da'wah machst. Und das macht nur jemand, der den Dien verstanden hat. Der den Dien als Dien verstanden hat. Wir haben nicht Religion, wir haben Dien, Lebensordnung. Und derjenige, der diese Lebensordnung nur als Religion verstanden hat, begnügt er sich nur mit Fasten, Beten, Koran lesen. Ja? Und irgendwann mal ist ihm alles langweilig. Und wir sehen das leider bei vielen Geschwistern von uns, deren Grenze ist erreicht worden und sie denken, sie wären schon im Paradies. Und dann fangen sie an, der Mann will 4 Frauen heiraten, ja, und der hat kein Ziel mehr im Leben. Er denkt, er hat schon alles erreicht, was Allah von ihm verlangt hat. Nämlich fasten, beten, Koran lesen, Koran auswendig lernen und so weiter. Ja? Das kommt nur dadurch, dass er keine Aufgabe im Leben hat. Das kommt nur dadurch, dass er den Vers im Koran nicht verstanden hat. Inni ja'alun fil ardi khalifa. Und er hat auch ein Vers nicht verstanden. Ihr seid die beste Gemeinde für die Menschheit, weil ihr das Gute gebietet und das Schlechte verwehrt. Der erste Prophet für uns Muslimen ist Adam a.s. Ja? Adam ist der erste Prophet. Und bei der Geschichte Adam fängt der Sinn des Lebens an. Und ich zitiere vom Koran, das ist die Sura Al-Baqarah, Vers 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلْ فِيهَا مَنْ يُفْسِدْ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Sinngemäß übersetzt. Und das ist jetzt für die Muslime und für die Nicht-Muslime. Das ist der Schöpfer, der spricht. Und nicht Darwin und nicht Albert Einstein. Das ist Allah, der spricht.
Und als dein Herr zu den Engeln sprach, wahrlich, ich werde auf der Erde einen Nachfolger, einen Khalife einsetzen. Die Rede ist von Adam a.s. Sagten sie, sagten die Engel, willst du auf ihr jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil anrichtet und Blut vergießt? Wo wir doch dein Lob preisen und deine Herrlichkeit rühmen. Allah sagte, wahrlich, ich weiß, was ihr nicht wisst. Als Allah Adam erschaffen hat, sagte Allah zu den Engeln, informierte den Engel oder die Engel, ich werde für die Erde ein Khalife einsetzen, Nachfolger einsetzen, ein geehrter Mensch einsetzen. Ja? Welche Funktion hat dieser Mensch? Allah hat nicht gesagt, ich werde einen Affe auf diese Erde erschaffen, damit er die Menschen beklaut und damit er Unheil auf diese Erde stiftet, sondern Allah hat gesagt, ich werde auf diese Erde, auf der Erde, einen Khalife einsetzen, Nachfolger einsetzen. Und hier fängt der Dien an. Hier fängt die Lebensordnung für die Menschheit an. Ja? Die Engel sagten, willst du auf ihr jemanden einsetzen, der Blut vergießt und Unheil stiftet? Warum haben die Engel das gesagt? Weil der Mensch freie Willen hat. Und jemand, der freie Willen hat, der kann auch seine Gelüste folgen. Der kann seine Begierde folgen. Der kann den Scheitan folgen. Der macht, was er will. Ja? Und wir wissen, dass die Engel keine freie Willen haben. Die Engel sind Diener Allahs im wahrsten Sinne des Wortes. Sie befolgen Allahs Befehl ohne Wenn und Aber. Genauso wie die Sonne, Erde, Mond, Luft, Sauerstoff, Tiere, Pflanzen und alles, was wir sehen und was wir nicht sehen. Nur die Menschen und die Geisterwesen haben freie Willen. Und die Engel fragten Allah, willst du auf die Erde einsetzen oder jemanden einsetzen, der freie Willen hat, der seine Gelüste folgt, seine Begierde folgt und das Ergebnis Unheil auf diese Erde stiftet und Blut vergießt? Allah sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Ich weiß, was ihr nicht wisst. Es werden von Nachkommen Adam und Nachfahren Adam Menschen geben, die mir dienen werden, die besser als die Engel werden. Ja? Die Frage, sind wir das? Das ist die große Frage. Ja? Jetzt lehrt man unsere Kinder hier in der Schule, dass wir aus Affen stammen. Ja? Und das ist eine schmerzhafte Tatsache. Man redet hier vom Christentum und dass das Land hier ein christliches Land wäre. Wie kann man zulassen, dass Atheismus in den Schulen gelernt wird? Und zu euch sage ich auch, wenn ihr damit konfrontiert seid, wenn die Lehrerin oder der Lehrer euch sagt, wir stammen aus Affen, ihr könnt ihm sofort antworten, wir stammen von Adam a.s. Und das sagt Allah im Koran und das ist unser Maßstab. Ja? Aber
Was ich euch auch noch informieren will, und das ist auch sehr wichtig. Allah sagt an mehreren Stellen im Koran, dass Allah Menschen verflucht hat und aus ihnen Affen und Schweine gemacht hat, weil sie ungehorsam waren. Ja? Nicht umgekehrt, nicht der Mensch stammt aus Affen, sondern die Affen, Allahu A'lam, ist das Ergebnis für Allahs Bestrafung für einige Menschen. Allah hat Adam aus Erde erschaffen. Ja? Jetzt, das ist die Geschichte von Adam, alayhis salam. Und die Geschichte von Adam ist der Sinn des Lebens, verkörpert den Sinn des Lebens. Warum wir hier auf dieser Erde sind, welche Funktion haben wir? Allah sagt, inni ja'alun fil ardi khalifa. Ich werde einen Nachfolger, einen Khalifa einsetzen auf dieser Erde, der die Funktion hat, Allahs Gerechtigkeit zu verbreiten, Allahs Barmherzigkeit zu verbreiten unter den Menschen, die Zufriedenheit und die Rechtleitung Allahs zu verbreiten auf dieser Erde. Ja? Und seitdem die Muslime kein Khalife haben, leiden die Muslime darunter und leidet die gesamte Menschheit darunter. Weil die Menschen ohne Rechtleitung leben, weil die Menschen leider sich wie Affen benehmen und leider Ungerechtigkeiten auf dieser Erde verbreiten. Weil die Muslime sich vom Islam distanziert haben und den Islam nur als Religion praktizieren und nicht als Dien praktizieren, haben sie die Adam-Geschichte nicht verstanden. Warum Allah Propheten entsandt hat, warum Allah im Koran sagt, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah sagt im Koran, ihr Muslime, ihr seid die besten Menschen auf dieser Erde, weil ihr das Gute gebietet und das Schlechte verwehrt. Was ist das Gute gebieten und das Schlechte verwehren? Was bedeutet das? Unter dieser Bedingung sind wir die besten Menschen auf dieser Erde. Wenn wir das Gute gebieten und das Schlechte verwehren. Das Gute gebieten und das Schlechte verwehren ist Politik. Aber nicht diese schmutzige Politik, sondern Siyase. Ja? Siyase ist anders als Politik. Hier versteht man unter Politik Lügen und brutal sein und herrschen und dreckige Methoden anwenden, um das Volk zu regieren. Aber Siyase bedeutet im Islam was ganz anderes, nämlich das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwirren. Wenn man den Dien praktiziert und anfängt, den Dien zu praktizieren, dann hat das Leben einen schönen Sinn. Dann ist man innerlich zufrieden. Und das Ziel ist lang. Ja? Aber das ist die Zufriedenheit in dem Herzen von einem Muslim, der eine Aufgabe hat, der ein Ziel hat. Und das ist ein heiliges Ziel. Dann geht man raus, macht man die Tür auf und kennt seine Aufgabe. Das ist erstmal die Geschichte von Adam a.s. Nehmen wir jetzt die zweite Geschichte von dem Prophet Idris a.s. Der Prophet Idris war der zweite Prophet. Und Allah berichtet uns nicht viel über Idris a.s. Aber was für uns wichtig ist, warum Allah Idris im Koran erwähnt. Allah erwähnt Idris a.s. im Koran mit ein paar Versen. Und das finden wir in der Sura Nummer 19, Vers 26. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ, also in Surat Maryam. إِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا.
ورفعناه مكانا عاليا. Sinngemäß übersetzt. Und erwähne in diesem Buch Idris. Er war ein wahrhaftiger, ein Prophet. Wir erhoben ihn zu Höhenrang. Warum hat Allah ihn erhöht und hat ihm eine höhere Stufe gegeben? Wir wissen alle, dass Idris alaihi salam zu Allah erhoben worden ist. Allah hat ihn zu sich erhoben, genauso wie Isa alaihi salam. Warum? Weil Idris alaihi salam die Dankbarkeit gegenüber Allah verkörperte. Er war Schneider, laut authentische Berichte über den Propheten Muhammad alaihi salam. Er war Schneider und immer bei jedem Naht hat er gesagt, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, hat Allah Lob gepriesen. Und diese Geschichte von diesem Prophet lehrt uns die Dankbarkeit gegenüber Allah. Wenn du dankbar gegenüber Allah bist, Allah wird dich erhöhen. Und das lernen wir von der Geschichte Idris alaihi salam. Jetzt kommen wir zum Propheten Nuh alaihi salam. Prophet Nuh alaihi salam hat sehr lange gelebt. 950 Jahre lang hat er Dawa gemacht. Und nicht nur Dawa gemacht, er hat Dawa gemacht Tag und Nacht. Tag und Nacht hat er Dawa gemacht. Was machen wir, Muslime? Wir zählen die Euros Tag und Nacht und träumen von Luxus und Wohlstand Tag und Nacht und fragen uns, warum Allah uns erniedrigt und warum die Lage von den Muslimen so schlecht ist. Weil wir den Dien nicht verstanden haben. Weil wir die Sure von Nuh alaihi salam und die Geschichte von Nuh lesen, aber hier rein und hier raus und träumen vom Paradies. Nuh alaihi salam, seine Geschichte ist ein Beispiel für die Gerechtigkeit Allahs und ein Beispiel, ein edles Beispiel für die Dauer und für Geduld und Ausdauer. 950 Jahre lang Dauer gemacht, er hat nicht aufgegeben. Er hat nicht gesagt, mein Nachbarn, zum Teufel mit ihnen, die sollen in die Hölle kommen. Nein, er hat Dawa gemacht. Er war barmherzig zu den Menschen. Und die Menschen haben ihn gespottet. Sie haben ihn als Lügner bezeichnet. Sie haben ihn als Hassprediger bezeichnet, radikal bezeichnet. Ja? Und. Aber er hat weiter Dawa gemacht. Jetzt, das ist Beispiel für die Dawa. Er ist auch ein Beispiel, seine Geschichte ist auch ein Beispiel für die Gerechtigkeit und Beweis für die Gerechtigkeit Allahs. Ihr wisst alle, dass seine Frau und sein Sohn ungläubig waren. Von einem Prophet, der Sohn und die Frau, die waren ungläubig. Und die kommen in die Hölle, sagt Allah im Koran. Und er ist Prophet Gottes. Das ist die Gerechtigkeit Allahs. Du haftest nicht für die Sünde von deinem Sohn. Du haftest nicht für die Sünde von deiner Frau. Jede Seele haftet am jüngsten Tag für das, was sie vorausgeschickt hat. Und das ist die totale Gerechtigkeit. Wenn wir das Christentum nehmen und von der Erbsünde Sünde reden, das ist die Ungerechtigkeit auf dieser Erde. Warum soll ich haften für die Sünde, die Adam a.s. vor 100 Millionen oder Milliarden Jahren gemacht hat? Im Islam gibt es keine Erbsünde. Im Islam haftet jeder für seine eigene Sünde. Ich werde nicht bestraft für das, was mein Vater gemacht hat. Ich werde nicht bestraft für das, was meine Frau gemacht hat.
Und das lehrt uns auch, dass derjenige, der die Menschen recht leitet, Allah ist. Nuh a.s. hat natürlich Dawa mit seiner Frau gemacht und mit seinem Sohn gemacht. Aber letztendlich waren die beide Kuffar. Und letztendlich gehen sie beide in die Hölle. Das sagt Allah im Koran. Ja? In der Sura Nuh berichtet Allah über den Propheten Nuh a.s., in dem Nuh sagte: Mein Herr, o Allah, sie haben mir nicht gehorcht, also er redet von seinem Volk, und sind einem gefolgt, dessen Reichtum und Kinder nur sein Verderben verstärkt haben. Und Nuh sagte weiter, in der Sura 71, Vers 26, O Allah, mein Herr, lass auf der Erdoberfläche keinen einzigen von den Ungläubigen übrig. Das war Fluch. Nuh a.s. für die Menschen, die an ihn nicht geglaubt haben. Und was war das Ergebnis? Allah hat das ganze Volk von Nuh ertrinken lassen. Die sind alle vernichtet worden, weil sie seine Botschaft und Allahs Botschaft nicht akzeptiert haben, weil sie ungläubig waren, obwohl er 950 Jahre lang mit ihnen Dawa gemacht hat. Ja? Jetzt kommen wir zu der Geschichte von Salih a.s. Also ich will nicht alle Geschichten von allen Propheten jetzt erwähnen, aber nur ein Teil, damit wir den Koran besser verstehen. Wenn wir eine Geschichte von einem Prophet lesen, damit wir auch Lehren dadurch ziehen. Salih a.s. war ein Prophet und hat auch sein Volk eingeladen zum Islam, hat Dawa gemacht, Tag und Nacht, wie Nuh a.s. Allah berichtet über Salih: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Das ist die Sura Nummer 7, Vers 73. Und zu Thamud, so hieß das Volk Thamud, entsenden wir ihnen oder ihren Bruder Salih. Er sagte: Mein Volk, dient Allah. Ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. Wahrlich, nunmehr ist zu euch ein deutlicher Beweis von eurem Herrn gekommen. Diese Kamelstute Allahs als Zeichen für euch, so lasset sie auf Allahs Erden weiden und tut ihr nichts zuleide, denn sonst würde euch eine schmerzliche Strafe treffen. Kennt ihr die Kamelstute, die Geschichte von der Kamelstute? Nein? Die haben eine Kamelstute gehabt und Allah aus hat diese Kamelstute ein Zeichen gemacht, ein Wunder gemacht. So dass diese Kamelstute Milch abgegeben hat für das ganze Volk. Das ganze Volk hat von ihr Milch getrunken. Und Salih a.s. hat ihnen gesagt: Lasst diese Kamelstute in Ruhe.
Ja, das ist ein Zeichen, ein Wunder von Allah. Schadet sie nicht. Was haben die gemacht? Sie haben diese Kamelstute getötet. Ja? Kamelstute, das ist wie ein Kamel eigentlich. Weibliches. Oder eine Kuh. Aber Allah sagt Kamelstute im Koran. Naka. Ja? Und sie haben ihr Eid abgebrochen. Also sie haben Salih a.s. versprochen, diese Kamelstute nichts anzutun. Und einige von denen haben einen Plan gehabt, um diese Kamelstute zu töten. Warum? Einfach so. Es gibt so viele Menschen hier auf dieser Erde. Menschen zu schaden ist für sie Spaß. Ja? Und sie haben diese Kamelstute getötet und dann kam Allahs Strafe auf diese Menschen. Allah hat das ganze Volk zerstört und eine gewaltige Strafe ihnen gegeben. Das ist jetzt ein Beispiel für ein Volk, was sein Eid abbricht. Jetzt kommen wir zu der Geschichte von Ibrahim a.s. Und aus der Geschichte von Ibrahim können wir stundenlang Lehren ziehen und darüber reden. Dass Allah Ibrahim als Freund bezeichnet, das ist eine höhere Stufe. Und das ist eine große Ehre für einen Mensch, ein Geschöpf Gottes. Allah nimmt ihn Freund Gottes. Guck mal, Allah hat dich erschaffen und Allah nennt dich Freund. Es ist eine Ehre. Warum hat Ibrahim a.s. diese Ehre? Womit hat Ibrahim a.s. diese Ehre erreicht? Erstens, durch die Liebe zu Allah. Ibrahim a.s. hat Allah über alles geliebt. Sogar als er Kind war. Er hat sich Gedanken über Allah gemacht. Er hat sich Gedanken über Allahs Macht gemacht. Und hat mit seinem Leben riskiert. Und hat die Statuen zerstört. Von den Götzendienern. Und sein Vater war jemand, der Statuen aufgebaut hat, hergestellt hat. Er hat auch eine Debatte mit seinem Vater gehabt. Und sagte zu seinem Vater, oh mein Vater, warum dienst du Figuren, die weder dir Nutzen bringen, noch dich schaden? Bist du verrückt? Wo ist dein Verstand? Diene Allah, der dich erschaffen hat. Diene Allah, der das ganze Universum erschaffen hat, der dich versorgt, der dir die Augen gegeben hat, die Ohren gegeben hat, der deine Nahrung aus den Erden hervorbringt und dich dadurch ernährt. Geselle ihm nichts bei, denn die Beigesellung ist die größte Sünde, die Allah nicht verzeiht, dass man neben Allah Götter anbetet. Die Götter von damals waren aus Statuen, heute sind die aus Fleisch und Blut. Ja? Heute sind die Menschen. Damals waren die Figuren für Menschen, aber heutzutage sind die Menschen, die Namen haben. König das, Präsident das, ja, das sind Menschen, das sind Götter, die angebetet werden. Ja. Und derjenige, der den Dien nicht verstanden hat, er wird diese Götter lieben. Ja. Und Allah vermehrt diese Liebe in seinem Herzen. Und subhanallah, das lesen wir in Surat al-Baqarah. Als die Juden damals das Kalb angebetet haben, sagt Allah danach, und wir haben ihnen die Liebe für das Kalb in ihren Herzen vermehrt. Das heißt, wenn du deinen Präsidenten anbetest, Allah vermehrt diese Liebe in deinem Herzen.
und du wirst den Schirk nicht verstehen und du wirst den Götzendienst nicht erkennen, weil man einfach den Dien nicht verstanden hat. Und dass Allah der Einzige ist, der verdient hat, angebetet werden und nicht einen anderen neben Allah gehorcht. Warum hat Ibrahim a.s. diese Ehre und diese Stellung bei Allah erreicht? Jeder von euch kennt die Geschichte von Ibrahim a.s. als Mann oder als der König ihn ins Feuer geworfen hat. Kurz bevor er gelandet ist im Feuer, kommt Jibril a.s. zu ihm, Jibril, und sagt ihm, wie kann ich dir helfen? Und Ibrahim a.s. sagte zu ihm, von dir will ich keine Hilfe, ich will die Hilfe von Allah haben. Das ist ein Beispiel für Tawhid im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ein Beispiel für Vertrauen auf Allah. Wir sagen alle, wir vertrauen auf Allah, aber die meisten von uns lügen. Wir vertrauen mehr auf das Arbeitsamt oder auf die Bank oder auf einen Präsident oder auf einen Mensch als Allah. Und wir sagen, nein, wir vertrauen alle auf Allah. Das ist Vertrauen auf Allah. Der landet ins Feuer und kommt Jibril a.s. und sagt ihm, soll ich dir helfen? Er sagte, nein, von dir will ich keine Hilfe. Ich will die Hilfe von Allah haben. Und er hat die Hilfe von Allah bekommen. Er war 40 Tage lang im Feuer. Und Allah hat die physikalische Prinzipien geändert. Jeder von uns weiß, das Feuer brennt. Das Feuer war auf Ibrahim a.s. weder kalt noch heiß. Und Ibrahim a.s. sagte, nachdem er rausgegangen ist, das waren die schönsten Tage seines Lebens. Warum? Das ist das Ergebnis für Allahs Vertrauen und das ist das Ergebnis, wenn man auf Allah vertraut. Aber das ist Vertrauen im Sinne des Wortes. Ibrahim a.s. oder die Geschichte von Ibrahim a.s. gibt uns auch eine Lehre für die Weisheit in der Dauer und Opferung für Allah. Jeder von euch kennt die Geschichte, dass Ibrahim a.s. seinen Sohn Ismail, also die Christen sagen Ishak, das stimmt gar nicht. Das sagt Allah im Koran. Dass er seinen Sohn Ismail schlachten wollte. Und als er kurz davor war, kam Jibril a.s. mit einem Schaf aus dem Paradies. Und das ist unser Opferfest. Die Muslime opfern nach diesem Ereignis als Geschenk von Allah und Opferung für Allah für diese Tat im Islam. Jetzt, Ibrahim a.s. oder die Geschichte von Ibrahim a.s. lehrt uns, wie wir Dawa machen. Jeder von euch kennt die Geschichte mit dem Namrud. Namrud war ein großer Tyrann, ein Präsident, der ungerecht war. Die Menschen haben ihn angebetet. Bevor jemand von ihm Getreide oder Essen bekommen hat, der musste sich niederwerfen für diesen Tyrann. Der war Pharaon und schlimmer als Pharaon. Also die Menschen haben ihn angebetet. Und nachdem Ibrahim a.s. aus dem Feuer rausgekommen ist, der König hat mitbekommen, dass dieser Junge immer noch nicht tot ist. Dann hat er ihn zu sich genommen oder zu sich gerufen und kam Ibrahim rein. Und es gab eine Debatte mit diesem König. Der
König wollte Ibrahim erniedrigen und die Menschen zeigen, dass er ein weiser Mann ist, ein intelligenter König ist, und sagte: Ich bin Gott. Ibrahim a.s. sagte sinngemäß: Mein Gott ist derjenige, der lebendig macht und sterben lässt. Der König, der war schlau, sehr schlau. Er sagte: Das Gleiche mache ich auch. Er hat seinen Gehilfe gerufen und sagte: Bring mir zwei Gefangenen aus dem Gefängnis. Sie sind reingekommen und der Namrud, dieser König, hat einen getötet und einen freigelassen. Und sagte zu Ibrahim a.s.: Schau mal, ich kann auch töten oder sterben lassen und einen das Leben geben. Ja? Dann kam die Antwort von einem intelligenten Muslim. Nicht wie die Muslime heutzutage, die geben sofort auf, obwohl sie recht haben. Er sagte zu Namrud: Allah, mein Gott, ist derjenige, der die Sonne vom Westen, von Osten aufgehen lässt. Dann bring sie oder lass die Sonne vom Westen aufgehen. Guck mal, wie intelligent Ibrahim a.s. war. Das ist eine Tat, die ein Mensch niemals bewirken kann. Also Ibrahim a.s. wollte ihm seine Grenze zeigen. Du bist nichts. Du bist nichts als Mensch. Du bist Allahs Geschöpf. Du gehst auf Toilette. Du wirst krank werden. Du hast Mundgeruch. Du bist nichts. Und das ist auch ein Beispiel, wie wir mit den Atheisten und mit den Gottlosen diskutieren müssen, die sich mittlerweile als Götter auf dieser Erde sich fühlen. Ja? So müssen wir mit diesen Menschen diskutieren. Ja? Zeig mir deine Macht. Der war sprachlos. Er war sprachlos. Ja? Das ist ein Beweis. Du bist nichts. Und Allah ist derjenige, der alles erschaffen hat. Und du bist einen falschen Gott. Es gibt nur einen wahren Gott. Und ein wahrer Gott. Das ist derjenige, der alles erschaffen hat und alles lenkt und alles in Bewegung setzt und alles Leben gibt und alles sterben lässt. Ja? Das sind jetzt fünf Geschichten. Fünf Geschichten und fünf Lehren, die wir aus den Geschichten von fünf Propheten lernen. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was wir aus diesen Geschichten lernen. Ja? Und hier mache ich einfach Schluss, inshallah, damit wir nächste Woche die restlichen Geschichten von allen Propheten auch inshallah behandeln. Hier geht es um die Lehre. Was lernen wir aus diesen Geschichten? Denn Allah befiehlt uns im Koran, die Geschichten der Propheten zu lesen. Damit wir den Islam und unser Dien richtig praktizieren. Subhanakallah wa hamdak. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.